Hallo Friends und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, dass euch allen gut geht. Auf jeden Fall, ich dachte, ich kann mal wieder einen Ferientag mit vloggen, was ich alles so gemacht habe und so, weil ich ja Influencerin bin und es anscheinend sehr vielen von euch interessiert. Genau, es waren leider Ende der Ferien, das heißt, ich hatte nicht mehr so viel Zeit, aber trotzdem habe ich an dem Tag relativ viel geschafft. Guten Morgen, Freunde. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Oh, heute ist Donnerstag und es ist leider meine letzte Ferienwoche. Das heißt, ich habe nicht mehr so viele Ferientage. In den letzten Tagen war leider mein TikTok-Account gesperrt. Das heißt, ich habe nicht so viel gefilmt und heute muss ich umso mehr filmen. Das heißt, heute werde ich richtig viele TikToks drehen. Und ich dachte mir, ich kann euch ja dabei mitnehmen. Als allererstes müssen wir uns aber fertig machen, weil ich sehe gerade so aus. Das Erste, was ich morgens mache, direkt nachdem ich aufstehe, ist tatsächlich mein Bett zu machen. Ich weiß nicht, ich habe es mir erstens angewöhnt und zweitens fühle ich mich dann innerlich einfach besser, weil mein Zimmer dann ordentlicher aussieht. Und dadurch habe ich das Gefühl, ist mein Gehirn auch geordnet und was ich an dem Tag alles so zu tun habe. Direkt nachdem ich aufgestanden bin, bin ich dann eigentlich auch schon ins Bad gegangen und hier wollte ich nochmal meinen Skincare-Schrank zeigen, weil ich ihn einfach so cool finde. Ich möchte das Ganze mal ein bisschen umgestalten, dabei kann ich euch ja auch ein anderes Mal mitnehmen. Auf jeden Fall, das allererste, was ich gemacht habe, ist meine Haare zusammenzubinden, damit ich halt mein Gesicht waschen kann. Und meine Brille musste ich dafür ausziehen. In dem Moment habe ich tatsächlich gar nichts gesehen, weil ich habe super schlechte Augen und wenn ich meine Kontaktlinsen noch nicht drin habe, dann sehe ich auch nichts. Als Waschgel verwende ich das von Isiana Med. Keine Ahnung, ob das so gut ist. Ich teste es, um ehrlich zu sein, noch zur Zeit. Und dann habe ich meine Kontaktlinsen eingesetzt, damit ich endlich auch mal was sehe. Aber das mache ich tatsächlich immer erst, nachdem ich mein Gesicht gewaschen habe. Dann habe ich auch schon weiter mit Skincare gemacht und dafür habe ich diese beiden Produkte verwendet. Ich liebe einfach diese beiden Produkte. Ich habe die aus Korea gekauft, also Korean Skincare. Übrigens habe ich gerade farbige Kontaktlinsen drin. Ich weiß nicht, ob man es gerade sieht. Ich zeige es euch gleich. Das, was ich gerade drauf gemacht habe, ist auf jeden Fall ein Serum. Und das hier ist das Set dazu, das heißt, das ist eine Lotion und die macht man halt da drüber. Darüber kommt dann nochmal eine Feuchtigkeitscreme, dafür benutze ich die von L'Oréal Paris. Weil ich Make-up trage und so, benutze ich aber noch eine andere Feuchtigkeitscreme darüber, damit das Ganze auch über den ganzen Tag Feuchtigkeit spendet für meine Haut, weil es ist Winter und meine Haut wird sehr trocken. Sieht man, dass ich farbige Kontaktlinsen trage? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, Leute, eigentlich wollte ich mir eine To-Do-Liste machen, aber wir machen uns jetzt erstmal Kaffee, weil ich brauche das jetzt. Mein Kaffee mache ich eigentlich jeden Morgen gleich. Also ich habe mir mal so einen Becher von Starbucks geholt, weil ich die so cool finde. Eigentlich sind sie ja zum Refillen, aber ich benutze die auch einfach so. Ich mache dann erstmal ganz viele Eiswürfel rein und dann sehr viel Sojamilch. Und da kommt dann auch ein bisschen Kaffee rein. Ich zeige euch auch gleich, wie ich den gemacht habe. Ups, sorry, ich habe doch nicht mitgefilmt, wie ich das Ganze gemacht habe. Es ist einfach ein Instant-Kaffee, also so schwer ist es nicht. Du musst einfach das Pulver da reinschütten und dann hast du es eigentlich auch schon. Und das mixe ich dann alles zusammen und es ist so lecker. Ich besitze sehr viele Masken, das wissen wir bereits alle. Auf jeden Fall möchte ich mir jetzt Eyepatches raussuchen. Ich weiß nicht, welche ich benutze. Ey Leute, wisst ihr was? Wir benutzen diese Herzchenform. Ich finde die eigentlich voll hässlich, aber irgendwie auch süß. Und dann benutzen wir noch diese Maske hier. Das ist fürs Gegensdoppelkinn. Das sieht gerade so hässlich aus, weil ich mein blödes Stativ im Hintergrund habe. Aber das ignorieren wir jetzt einfach mal, weil es ist mir egal. Ich habe gerade überlegt, ob wir zuerst meine To-Do-Liste machen und dann mein Make-up oder andersherum. Aber wenn ich jetzt diese Eyepatches drauf mache, dann kann ich jetzt erst meine To-Do-Liste machen und in der Zeit können die dann einwirken. Ja, wo muss man ja nicht drauf machen? Andersherum, oder? Ist mir echt ziemlich egal. Die kommen jetzt trotzdem so herauf drauf. Ich habe seit 3-4 Tagen keinen Kaffee mehr getrunken, deswegen tut das dann echt gut. Ich habe heute absichtlich versucht, früher aufzustehen, weil gestern bin ich erst um 11 aufgewacht. Da ging es mir, um ehrlich zu sein, aber auch nicht besonders gut, weil ich hatte Streit mit meinen Freunden und ich weiß nicht, ich wollte mich einfach nicht mit der Realität befassen und dachte, ich schlafe ich einfach so lange es geht. Ich habe gestern deswegen, glaube ich, auch 12 Stunden geschlafen. Aber das kommt nicht so bleiben, weil ich habe ja bald wieder Schule. Deswegen muss ich meinen Schlafrhythmus wieder in den Griff bekommen. Und heute bin ich dann um 8.30 Uhr aufgewacht. Und deswegen auch der Kaffee. Übrigens, Leute, wegen der Maske, keine Ahnung, ob die was bringt, okay? Ich teste sie ja gerade deswegen aus. Wie ich davor erwähnt habe, habe ich mich dann dran gesetzt und eine To-Do-Liste geschrieben. Also erstens mache ich das Ganze, weil es einfach satisfying ist. Ich liebe es, auf dem Tablet zu schreiben. Aber auch einfach, um meine ganzen Gedanken zu ordnen und aufzuschreiben, was ich an dem Tag zu tun habe. Ich habe viel zu viele Punkte auf diese To-Do-Liste geschrieben und das mache ich leider immer, ist ein Fehler, aber ich versuche mich zu bessern.
Die wichtigsten Sachen, die ich auf meiner To-Do-Liste stehen habe, ist einmal, ich muss halt etwas wegen meiner Kamera erledigen, weil ich habe die geschrottet und die muss jetzt zur Versicherung geschickt werden. Abgesehen davon muss ich noch ein Kundenprojekt für die Schule fertigstellen. Der Lehrer hat sogar so eine E-Mail geschrieben, so, ja, das und das fehlt noch. Und ich war so, ups, okay, muss ich dann halt noch fixen, das machen wir heute. Dann muss ich TikToks drehen und hochladen. Ich muss ein YouTube-Video drehen, was ich ja gerade tue, und das dann auch schneiden. Ich würde heute gerne live gehen, keine Ahnung, ob ich das wirklich machen werde, weil ich nehme mir das gefühlt immer vor und ich mache es dann doch nicht. Insta-Stories hochladen und noch Shorts hochladen. Achso, was ich vergessen habe, ich gehe heute um 3 Uhr oder halb 4 Schlittschuh laufen. Das heißt, ich muss das Ganze bis dahin fertig haben, weil ich mich danach mit Freunden treffe. Und heute Abend gehe ich auch nochmal zu einer Freundin. Ich habe noch aufgeschrieben, ob ich gerne mein Buch weiterlesen würde. Ob daraus was wird, keine Ahnung. Ich habe komplett vergessen, dass ich noch ein paar Pakete zu öffnen habe. Deswegen machen wir das jetzt. Das hier werde ich aber tatsächlich in einem TikTok öffnen. Deswegen drehe ich jetzt einen TikTok und ich nehme euch dabei mal mit. Kurz zur Information, wenn ich TikToks drehe, es sieht immer sehr bescheuert aus. Ich werde aber auch gleich einblenden, wie das Ganze als Ergebnis aussieht. Leute, ich habe einfach mit Abstand die süßeste Community der Welt. Und zwar habe ich wieder Fanpost bei euch bekommen und das packen wir jetzt zusammen auf. Und ich weiß, auf dem Paket steht eigentlich in einem YouTube-Video öffnen, aber ich habe parallel dazu auch ein YouTube-Video gedreht, also macht euch keine Sorgen. Jedes Mal, wenn ich Fanpost bekomme, freue ich mich aber so unfassbar sehr. Und es geht nicht mal um die Sachen, die ich bekommen habe, sondern einfach nur der Gedanke daran, dass mir jemand sich die Mühe macht und mir Sachen schickt. Ihr könnt euch aber nicht vorstellen, wie unfassbar dankbar ich bin, dass ich sowas erleben kann, beziehungsweise so süße Menschen um mich herum habe. Übrigens habe ich einen richtig schönen Zettel bekommen, beziehungsweise Brief, den kann ich auch gerne in meine Story stellen, also ich darf das auch. Und Leute, die Person hat mir sogar eine Kette gebastelt. Ich trage sie gerade auch. Ich werde sie am Ende des Videos auch nochmal einblenden. Dann habe ich ganz viele Süßigkeiten bekommen. Und können wir mal bitte darüber reden, wie schön das alles verpackt war? Natürlich habe ich auch wieder ein paar Beauty-Produkte bekommen. Die habe ich auch sauber alle zurückgeräumt, sodass ich sie auch verwenden kann. Und ich freue mich immer so sehr über die Eyepatches. Und schaut mal bitte, wie süß diese Kette ist. Dieses Paket müsste von MAC sein, weil die schicken mir manchmal PR-Pakete. Und für die Leute, die nicht genau wissen, was das sind einfach Produkte, die sie einem zuschicken. Aua! Bitte macht, bin ich nach. Also wie gesagt, PR-Pakete sind einfach Produkte, die eine Marke euch zuschickt, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Das heißt, ich muss das nicht zeigen. Oh mein Gott, ist das schön verpackt. Leute, wartet mal. Leute, das ist Skincare. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so sehr. Normalerweise kriege ich immer nur Make-up. Und oh, es sieht so schön aus. Okay, wir öffnen das jetzt zusammen. Leute, habt ihr schon mal etwas so Wunderschönes gesehen? Wieso kriege ich das jetzt nicht auf? Okay, jetzt geht's. So sehen die Produkte innen drin aus. Das hier ist auf jeden Fall ein Serum. Das hier ist eine Feuchtigkeitscreme. Und das hier ist ein Cleansing Oil. Ey, ich sag euch, ihr könnt gerade nicht nachvollziehen, wie glücklich ich bin. Leute, ich liebe Skincare. Mit Skincare kann man mich so unfassbar glücklich machen. Ey, normalerweise, wenn ich Sachen bekomme oder so von MAC, ich gebe sie immer meiner Familie weiter, weil sie sich mehr darüber freuen als ich. Aber das werde ich behalten, weil das finde ich so toll. Leute, das war ein guter Start in den Tag. Ich bin jetzt richtig motiviert. Ich werde heute richtig produktiv sein, habe ich mir vorgenommen. Es tut mir leid, Leute, aber das hier tut so weh. Es hat auch gar nichts gebracht. Meine Ohren tun jetzt nur richtig weh. Au. Diese Eyepatches werde ich auf jeden Fall erstmal drauf lassen, weil ich möchte noch ein paar TikToks drehen und das sieht ästhetisch und cool aus. Ich bin nur gerade am Überlegen. Ich drehe ja die ganze Zeit TikToks und ich habe noch meinen Schlafanzug an. Aber es juckt mich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Oh, habe ich schon erzählt? Ich habe diese Kette angezogen, die ich von der einen geschenkt bekommen habe. Ich werde jetzt dieses Paket öffnen. Dazu werde ich aber auch wieder einen TikTok drehen, aber dabei nehme ich euch natürlich auch mit. Ratet mal, warum ich mich gerade so freue. Meine Mom hat mir gesagt, sie hat eine Überraschung für mich und hat mir ein Paket bestellt. Und sie hat einfach gesagt, dass ich mal so schauen soll, was da drin ist. Ihr müsst wissen, normalerweise habe ich nicht so hohe Erwartungen, weil meine Eltern so ziemlich schlecht in Geschenke machen. Ja, also wirklich. Ich habe sie sehr lieb, aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Aber die Geschenke sind einfach immer komisch. Aber trotzdem, diesmal bin ich irgendwie richtig hyped, weil ich liebe Überraschungen. Und es ist auch kein Weihnachtsgeschenk. Ich hatte schon ein Weihnachtsgeschenk. Für die Leute, die sich fragen, was ich zu Weihnachten bekommen habe, ich habe ein Handtuch bekommen. Und... Meine Mutter hat mir Bücher bestellt. Warte, wer wünscht sich denn Bücher? Warte, das sind nicht nur normale Bücher, das sind Abiturbücher. Meine Mom hat mir Lernsachen gekauft. Ich dachte, da ist jetzt irgendwas Cooles drin. Ich will einfach nur, dass ich mehr lerne. Mann! Okay, wir haben noch ein Paket, das machen wir jetzt schnell auf. Ich weiß um echt zu sagen nicht mehr, was da drin ist, aber ich weiß, dass ich das selbst bestellt habe. Oh mein Gott, ich glaube, es ist ein Buch. Ja. Ich habe mir das hier gekauft, das tut mir leid. Ich habe so viel davon auf TikTok gehört. Ich habe nicht mal Zeit, Bücher zu lesen. Ich hänge immer noch an meinem letzten Buch seit, keine Ahnung, 2-3 Monaten. Und ich habe andere Bücher, die ich noch lesen möchte, auch schon gekauft. Aber ich dachte, ich muss mir ein neues kaufen. Fragt mich nicht, warum. Das macht gar keinen Sinn. Diese Sachen habe ich ja gerade von der Fanpost bekommen. Und die sortieren wir zusammen ein. Das hier ist ja mein Maskenschrank.
Und da das eine Tuchmaske ist, kommt sie zu den Tuchmasken. Also genau hier habe ich meine ganzen Tuchmasken drin. Und das hier sind Eyepatches. Das heißt, es kommt in den Eyepatch-Schrank. Also da habe ich ganz viele Eyepatches. Und diese beiden Produkte lege ich nach hinten. Weil hier habe ich auch noch mal ein paar Schubladen mit Sachen. Warte, das lege ich hier rein. Mit Schubladen mit Sachen, die ich halt von Fanpost bekommen habe. Es sind aber neu verpackte. Ey Leute, das Mädchen hat sich so krass viel Mühe gegeben bei diesem Brief. Liebe Dani, du bist unsere Lieblings-YouTuberin. Wir würden uns sehr freuen, wenn du das auf YouTube-Video öffentlichen würdest. Deine Videos sind echt cool. Und wir würden uns auch echt freuen, wenn du uns grüßen würdest. Wir heißen Flora und Ida. Ich grüße Flora und Ida. Ihr seid wirklich super süß. Ich habe euch echt lieb. Du bist echt hübsch. Falls du mal aufbauende Sprüche brauchst, deine Community. Und die haben sich dann die Mühe gemacht und haben hier unten so Kommentare rausgesucht. Oh Leute, das ist so süß. Schau mal, das sind auch irgendwelche Bilder, die sie rausgesucht haben und draufgeklebt haben. Oh, ich freue mich gerade so sehr. Okay Leute, nimm's mir nicht böse, aber ich brauche gerade ein bisschen Zeit für mich selbst. Das heißt, ich werde Musik hören und mein Make-up machen und kann dabei nicht mit euch sprechen. Das ist jetzt wieder mein Stichwort, ein Voice-Over zu machen. Als erstes habe ich die Eyepatches runtergenommen und dann habe ich meine Sonnencreme aufgetragen. Sehr wichtig, Leute. Tragt sie immer auf, auch wenn es Winter ist, wenn ihr nicht alt werden wollt. Dieses Augenbrauen-Gel von Essence verwende ich, um ehrlich zu sein, immer als Wimpernprimer, damit meine Wimpern halt nicht so verkrusteln bzw. verklumpen, wenn ich Mascara drauf mache. Da haben mich kurz meine Haare gestört, deswegen habe ich sie weggeklemmt und da habe ich den Primer von MAC verwendet. Ich würde den nicht empfehlen, ich glaube, der ist viel zu teuer. Also an sich, er ist gut und so, ja, aber er ist viel zu teuer. Ich habe ihn halt zugeschickt bekommen, deswegen habe ich ihn benutzt. Dann habe ich 1000 verschiedene Sachen auf die Haut gemacht. Was das genau war, weiß ich nicht mehr. Das ist auf jeden Fall ein Essence Concealer. Und das ist auch ein Essence Concealer, aber von einer anderen Reihe oder so. Ich habe es nämlich so nicht ganz verstanden. Das Ganze verblende ich dann zuerst mit einem Pinsel und dann später aber nochmal mit dem Beauty Blender. Und ich finde, damit ist das Ergebnis auch meistens am besten. Damit ich nicht komplett wie eine Leiche aussehe, habe ich dann noch etwas Bronzer drauf gemacht und meine Haut etwas abgepudert, gerade unter den Augen, wo sich das Ganze schnell absetzen kann. Abgesehen davon habe ich meine Augenbrauen nachgezogen mit dem Bronzer, damit das Ganze nicht zu stark ist. Und mit dem Got2B-Kleber bzw. Gel habe ich das Ganze nochmal fixiert, damit es auch hält. Etwas Highlighter durfte natürlich auch nicht fehlen, das habe ich dann mir auf die Nasenspitze gemacht. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal etwas Blush drauf gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und normalerweise verwende ich nie Blush, aber ich finde irgendwie, das sah da so schön aus, dass ich das seitdem jetzt immer benutze. Am Ende habe ich dann noch etwas Mascara drauf gemacht und einen Eyeliner gezogen und das war es dann eigentlich auch schon. Obwohl, nee, wartet mal, ich habe noch ein bisschen was auf meine Lippen gemacht, also dieses rote Tinte, was auch immer Zeug, ist aus Korea. Ich mag es aber echt nicht so gern Lipliner zu verwenden, deswegen habe ich einfach ein bisschen Bronzer verwendet und am Ende noch ein Lipgloss. Okay Leute, ich habe ein bisschen lang gebraucht, mich fertig zu machen, aber ich bin absolut obsessed mit meinem Look. So einmal, wie gesagt, ich habe diese Kette an, ich finde die so süß. Dann habe ich halt ein bisschen breiteren BH, weil dieses Oberteil ist ein bisschen knapp, deswegen dachte ich, das passt gut so zusammen. Gleicht es wieder aus, aber ich finde es eigentlich voll schön, so zu tragen. Und ich habe meine Haare gemacht. Man sieht es zwar nicht richtig, aber ich habe hier an den Seiten das hinten zusammengebunden, damit es hier vorne halt so nach hinten geht und da drüber die Haare liegen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe es gerade nicht in den Videos gezeigt, aber ich habe noch Fake Lashes aufgetragen. Ja, und das war mein fertiger Look für heute. Ich hoffe, mein Make-up und meine Haare halten bis um 3 oder 4, weil dann kann ich damit Schlittschuh laufen gehen, sonst muss ich es neu machen. Ah, ich liebe mein Make-up so sehr, Leute. Ich liebe mein Make-up normalerweise nie so sehr, aber ich sehe gerade sehr pretty aus. Leute, wisst ihr was? Wenn wir schon dabei sind, mache ich jetzt auch noch Bilder. Ich nehme euch natürlich dabei mit. Das sind jetzt wieder so Szenen, die super seltsam aussehen. Aber Leute, was soll ich machen? Ich persönlich mache meine Bilder immer mit dem Selbstauslöser, weil dann kannst du einfach selber sehen, wie du aussiehst. Weil wenn andere Personen von mir Bilder machen, dann sieht das irgendwie immer komisch aus, weil ich dann eine Pose mache, die mir nicht gefällt. Aber ich sehe das ja nicht, ne? Man sieht das ja immer erst am Ende. Ich würde mich auf jeden Fall super freuen, wenn ihr die Bilder auch auf Insta abchecken würdet. Ich verlinke es euch auch nochmal, beziehungsweise schreibe es dazu. Ich heiße da einfach Dani.Kleber. Okay, sorry Leute, ich habe es komplett vergessen mitzufilmen, aber ich habe gerade nochmal 3 TikToks gedreht. Die werde ich jetzt aber nicht hier einbinden. Falls ihr wollt, könnt ihr sie aber gerne auf meinem TikTok-Account abchecken. Super Eigenwerbung. Ich weiß übrigens zu sein nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ich habe jetzt irgendwie all meine Aufgaben bereits erledigt. Was soll das denn jetzt? Hä? Ich habe noch 4 Stunden Zeit, bevor ich Schlittschuh laufen gehe. Ich hatte irgendwie Angst, dass ich nichts schaffe und jetzt habe ich schon alles geschafft. Neuer Plan, ich versuche jetzt einen neuen TikTok-Tanz zu lernen. Dabei nehme ich euch nicht mit, weil das sieht immer komplett bescheuert aus. Ich lege einfach meine Kamera da oben hin und dann versuche ich die ganze Zeit vor dem Spiegel das Ganze nachzutanzen. Und wenn ich es geschafft habe, dann melde ich euch wieder bei euch. Okay Leute, nein, ich habe keine TikTok-Tänze geübt und keine Ahnung, ich war auch nicht mehr produktiv. Auf jeden Fall, ich habe meine Tasche bereits gepackt. Das ist die Tasche, mit der ich Schlittschuhlaufen gehe. Und das ist die Tasche, mit der ich dann... Oh, warum ist sie so überbelichtet? Und das ist die Tasche, mit der ich dann bei Frederike übernachte. Das
Das heißt, ich gehe heute gar nicht mehr nach Hause. Und das ist mein Outfit für Schlittschuhlaufen. Und ich denke, ich werde heute nicht mehr weiterfilmen, aber ich werde morgen weiterfilmen, versprochen. Ich übernachte heute bei Frederike, wie gesagt. Morgen früh werde ich dann hier zurückfahren und dann machen wir irgendwas wieder gemeinsam, okay? Ich bin gerade dabei, dieses Video zu schneiden und mir ist aufgefallen, dass es viel zu lang geworden ist und dass ich lieber nicht den zweiten Tag hätte mitfilmen sollen. Aber ich habe es gemacht. Ich möchte das Ganze aber nicht in ein Video packen, deswegen werde ich jetzt einfach zwei Teile machen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat der erste Teil, also dieser Vlog, jetzt gefallen. Ich würde mich super darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Und macht das mal bitte wirklich, ne? Schau mal, jeder YouTuber sagt am Ende gefühlt immer, macht einen Daumen nach oben. Es macht sowieso niemand. Warum nicht? Macht es doch einfach. Ja, danke schön. Natürlich würde ich mich auch noch freuen, wenn ihr mir abonnieren würdet. Sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und vergesst den zweiten Teil nicht, ne? Das Video ist eigentlich noch gar nicht zu Ende.